Was geht, Leute? Ja, wie ihr schon im Titel gelesen habt, wollte ich mal diese ganze Stick-and-Poke-Geschichte mal ausprobieren. Was das ist, ich tätowiere mich quasi selber. Ja, ich mache das so, dass ich mir bei Photoshop das ausdrucke, was ich mir stechen will. Ist ein Logo, das eine tiefere Geschichte für mich hat. Wenn ihr wissen wollt, was es bedeutet, schreibt es in die Kommentare. Genau, das drucke ich aus. Hab dann dieses Skizzenpapier, dieses vom Tätowierer, wo man dann so durchdrücken kann. Den Rest erkläre ich einfach gleich. Denn jetzt muss ich erstmal mein Bein rasieren. Sehr sexy, ja, ich weiß. Ja, dann einfach viel Spaß mit dem, was jetzt gleich kommt. Ich bin gespannt, wie das ist, wie das wehtut. Ich vorneweg mal gesagt, ich bin kein Profi. Deswegen ein Disclaimer an der Stelle hier. Erkundigt euch vorher auf alle Fälle, ob die Materialien, mit denen ihr das machen wollt, gut sind. Ich habe so viele Videos auf YouTube gesehen, wo die Leute das einfach so unhygienisch, sag ich mal, machen. Und dann auch mit einer einfachen Nähnadel quasi sich selbst stechen, die sie dann in einen Bleistift, in das Radiergummistück von einem Bleistift hinten reinschieben und dann irgendwie mit Wolle und so weiter. Und ist ziemlich do-it-yourself-mäßig. Wenn man es vernünftig machen will, kostet es auch gar nicht so viel. Ich komme gleich dazu, was für Sachen ich verwendet habe und gebe dann auch die Links dazu unten in die Videobeschreibung. Genau, ich rasiere jetzt mein Bein und richte den Tisch her mit ein bisschen Küchenrolle, also ne, Papiertüchern und Frischhaltefolie. Gut, dann labere ich mal nicht weiter, sondern sage euch viel Spaß bei dem, was gleich folgt. Bin gespannt, wie es wehtut, ob es vergleichbar ist mit Normal-Tattoos. Da habe ich ja so ein paar Stück schon so, ne? Und ein Video habe ich auch schon hochgeladen, in dem man das sieht. Ja, gut, dann viel Spaß! So, zunächst sieht man hier mein rasiertes Bein, das ich nun mit etwas Octinisept besprühe, welches ich aus der Apotheke habe und reibe das alles schön trocken, sodass es vernünftig sterilisiert ist. Damit dann die Schablone auf kann, die ich gemacht habe. Wie gesagt, mit Photoshop und dann ausgedruckt und durchgedrückt. Zum Auftragen der Skizze auf die Haut benutze ich ein wenig Sebamed. Das ist pH-neutrale Seife, die in Wasser aufgelöst ist, die ich dann auf Küchenrolle gesprüht habe und tupfe damit vorsichtig über die Skizze. Als Behältnis für die Tinte benutze ich Schottgläser bzw. Schottbecher, Plastikschottgläser aus dem Real für ein paar Cent. Und die Tinte gut schütteln, bevor er die reintut. Ach ja, sehr wichtig natürlich auch, dass man Handschuhe trägt. Tinte benutze ich Magic Black von Sailor Jerry. Die wurde so empfohlen. Und da habe ich mich auch im Tattoo-Geschäft erkundigt, dass die qualitativ in Ordnung und gut ist. Was ich mir dann noch vorbereitet habe, ist ein Stückchen Küchenrolle, das ich auch wieder mit Octinisept eingesprüht habe zum Abwischen der Tinte und beim Tätowieren so halt das Blut und das ganze Gedöns, was da so aus dem Bein sifft, einfach wegzuwischen. So, die Nadeln, die ich benutze, sind bereits sterilisierte, beziehungsweise einfach sterile Tattoo-Nadeln von der Marke Hansen und die Dicke, die ich benutze, das ist ein 3er Rund. Was ich dann auch noch tue, ist mir immer so ein bisschen Vaseline auf die andere Hand machen, damit ich die hin und wieder so aufs Bein schmieren kann, einfach damit die zu tätowierende Stelle einfach schön feucht bleibt und die Haut nicht austrocknet, weil es einfach besser ist. Und ich habe es so bei meinen anderen Tattoos immer gesehen, deswegen habe ich es einfach mal nachgemacht und es sah irgendwie
gesünder aus, als wenn man das trocken tätowiert. Ja, dann habe ich einfach angefangen, die Nadel in die Tinte in dem Shotbecher zu tunken und einfach in die Haut zu stechen. Am besten macht man das leicht angewinkelt, weil es dann besser in die Haut eindringt und zudem kann man die Haut auch noch so ein bisschen straffen und zurückziehen. Das erleichtert das quasi alles auch noch so ein bisschen. Und man sollte auch alle paar Male die Tinte wieder nachholen. Also so alle 6 bis 8 Stiche kann man die Nadel wieder eintunken. So, nachdem ich einmal drüber gegangen bin, wische ich das alles mit der Küchenrolle ab. Und nehme dann wieder neue. Und habt ihr ebenfalls wieder mit, ja, Actinisept besprüht. Also halt, ne, Sterilisationssprays. Kennt man so. Man sollte jetzt nicht unbedingt sowas wie Sagrotan oder so, weil das ist einfach viel zu hoch konzentriert und das ist einfach Säure, die man sich dann in die Wunde sprühen würde. Also Actinisept ist so ziemlich das Beste, was man machen kann. Danach geht man einfach noch ein paar Mal drüber. Und nicht vergessen, immer zwischendurch, ja, mit Vaseline einschmieren. Sobald man ein paar Mal drüber gegangen ist, dürfte das eigentlich schon ganz gut aussehen. Klar muss es nochmal nachgestochen werden und so, das kann man nicht vermeiden. Jedenfalls, was ich dann getan habe, ist das Ganze nochmal, ja, desinfiziert und nochmal abgewischt, sodass es schön trocken und sauber ist. Und dann habe ich einfach nochmal Bepanthen genommen, also Wundsalbe, und damit das Ganze eingeschmiert. Zu Bepanthen streiten sich meistens die Meinungen. Manche sagen, dass das der Haut die Farbe entzieht, aber das hatte ich bei mir jetzt so nicht. So, ich hatte bei meinen 2 Tattoos, die ich schon vorher hatte, nicht so das Gefühl, als würde da das krass die Farbe rausziehen. Deswegen mache ich es einfach. Und was ich dann getan habe, ist Frischhaltefolie einfach drüber getan und dann mit ein bisschen Malerkrepp, Malertape, Kreppband fixiert. Ja, das Ganze lasse ich dann 1-2 Tage auf der Haut und danach kann man das Bein vorsichtig, also das Tattoo vorsichtig mit lauwarmem Wasser und dieser pH-neutralen Seife, ich benutze ja Sebamed, abwaschen und dann sollte es mal noch die folgenden Tage weiter mit Bepanthen einschmieren, sodass das Tattoo feucht bleibt. So mache ich das zumindest immer und so hat es immer super funktioniert. Ja, ich bin gespannt, wie es abheilt und dann sehen wir uns direkt wieder. So, da sind wir wieder. Es ist ziemlich lange her. Das, was ihr da gerade gesehen habt, ist ziemlich lange her. Ich bin gerade hier in Stuttgart, da meine Berufsschule hier ist und ich gerade da bin. Und ich habe gerade Zeit, deswegen dachte ich, scheiß drauf. Du hast doch nochmal vor Ewigkeiten irgendwann so ein Video angefangen und das machst du jetzt zu Ende. Genau, wie gesagt, es ist gut ab, also es ist super lange her und es ist gut abgeheilt. Und ich werde es nochmal nachstechen und ich... Also ihr seht es wahrscheinlich jetzt gerade hier so eingeblendet, so bla bla bla. Und ich werde es nochmal nachstechen, aber das kommt dann vielleicht in einem späteren Video. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bis wissen, was ein Abo ist. Haut rein!